Guck mal, mein versiffter Zug ist angekommen. Ich werde mich selbst da herein einführen. Ich bin in Leer angekommen. Gebros. So, währenddessen ich gerade am Bier trinken bin, habe ich ihn hier getroffen. Und der Archie wird mir auf jeden Fall einmal zeigen, wie der Bierpower geht, und dann versuche ich das auch mal. Und das hier soll an der rechten Bibel sein. Okay. Und den dann einfach hier dran. Ja, genau. Und den, Geil. Ich habe gerade Flötenmann ganz spontan erfolgreiche Bierpower beigebracht. Und guckt euch mal dieses komische Wasser hier vorne an. Ich möchte hier meine Kamera hier eintunken. Der Schänder ist angekommen. In Leer, und er sucht sein Pfeffi. Ich packe jetzt hier alles aus. Ist mir egal. Ich packe alles aus. Das ist jetzt sogenanntes Unboxing des Schänder-Rucksacks. Ja. Junge, Junge. Das ist so eine Belastung, ne? Das macht keinen Spaß. Das ist so eine Belastung, Alter. Wo ist dieser Drecks-Pfeffi? Hier unten, hier ganz unten ist er, Alter. Ganz unten, Alter. Ich krieg mal so. Okay, das ist der letzte. Du musst richtig elegant reinmachen. Oh, ist richtig. Mann, fuck! Mit ganz viel Herz. Junge. Nein! Ein letztes Mal. Ja! Viertes Mal! Wir haben es geschafft! Bitte! Endlich geschafft! Dankeschön! Also, es sind insgesamt 2,50 Euro. 4 Euro Pfand, Mann. Komm, jetzt lass reingehen. Diese komm, jetzt kommt jetzt andere. Vielleicht noch was. Oh, krass, Alter. Das fühle ich so sehr, das ist so richtig. Scheiße, Alter. Oh, Alter. Oh, ey, hör auf, die Salmonellen, Alter, die Salmonellen. Genau das, was ich erwartet habe. So, ich lege hier jetzt mit dem Schänder im Tarp rum und der Flöte pennt im Zelt. Gleich wird Koffein hergestellt. Ja, bitte jetzt. Wir brauchen die. Gleich wird Koffein hergestellt. Ja, bitte schnell. Das hier, das war unser Schlafplatz für heute. Hier drunter haben Schänder und ich gepennt. Und hier in diesem Zelt hat die Flöte gepennt. Guck mal, wie hier diese ganzen Pocken hier raus explodieren. Zum Frühstück sind wir gerade dabei zu grillen. Grillen ist richtig geil. Alter, das ist alles zu krass. So, das ist unser Frühstücksfressen.
guck mal, diese Wespe hier vorne, die kam gerade aus meinem Hals raus. Ich habe es ganz flüchtig rausgespuckt, weil diese Wespe, die war in meinem Guten Morgen Bier drin gewesen. Und die habe ich gerade mitgetrunken gehabt. Und genau, ich habe den gerade frisch aus dem Hals rausgespuckt. Der hatte meinen Hals nicht überlebt. Guck mal, hier liegt überall Scheiße rum. Und die Viecher, die das verursachen, das sind die ganze Zeit die hier. Das sind die Viecher, die hier uns diesen ganzen Scheiß weg hier gebaut haben. Die uns diese ganze Scheiße hier zubereitet haben. Das sind diese Viecher und keine anderen. Deswegen ist das hier so ein richtiger Scheißweg. Mit ganz viel Scheiße dran und sowas. Guckt euch mal diese ganze Scheiße hier vorne an. Von diesen Viechern da vorne. Das haben die das produziert. Damit, das hat, also das, die haben da hingeschissen. Ganz frisch gerade. Hier, diese ganze Scheiße ist immer noch von diesen Viechern von der Weide dran. Die sind schuld davon. Deswegen klebt da die ganze Zeit Scheiße dran an diesen Wagen. Das ist unsere Bushaltestelle. Unser versiffte Bus kommt an.